So, liebe Leute, willkommen zurück in einem neuen Video. Es gibt wieder mal ein Tutorial von mir und zwar für die TFDI oder TFDI MD11, MD11, die am 2. Juli 2024 erscheint. Klar, gleich vorneweg einen Hinweis, wir liegen hier mit dem letzten Release-Kandidaten, also die Kaufversion kann sich von dieser Version hier noch unterscheiden. Das ist noch wichtig zu wissen. Gut, MD-11, ich sag mal bekannter Flieger. Aktuell eigentlich nur noch bei ganz wenigen Airlines in der Cargo-Version im Einsatz. Unrühmlicher Bekanntheit sicher gekommen mit dem Swissair 111 Absturz vor Halifax. Ich denke, das war der bekannteste Unfall, der mit einer MD-11 passiert ist. Gut, kurz zum Pricing. Ihr könnt den Flieger kaufen auf TFDI und zwar wird da im à la carte Style die Packages angeboten. Es gibt eine Cargo und eine Pax-Variante, jeweils mit der GE und mit der Pratt & Whitney Engine-Variante. Und dieses Baseback kostet 69,99. Wenn ihr euch die Version dazu holen wollt, die ihr noch nicht habt, kostet das nochmal 9,99 dazu. Und am Schluss gibt es dann noch eine Extended Simulation Package, wo Fehler und die Circuit Breakers und so weiter dann auch simuliert sind. Die ist aber aktuell oder wird zum Release-Punkt nicht verfügbar sein oder noch nicht. Es gab ein Presale, wo man das ganze Package hier für $80 sich kaufen konnte. Ein bisschen was gespart. Das Presale ist aber mittlerweile durch. Die Presaler können auch einen Preload machen, sprich schon mal den Flieger runterladen, der dann am 2. Juli aktiviert wird. Jetzt werden die Plattformen MSFS 2020 und Prepared ID von V4 bis V6 unterstützt. Gut. Wir machen ein Quick Basic Tutorial heute, also wir gehen nicht allzu sehr in die Tiefe. Ich werde aber doch mit den Checklisten arbeiten, die TFDI hier mitliefert. Ich kann euch die noch kurz zeigen. Leute, ja, das war das falsche Fenster. Oh Mann. Da sind wir hier, genau. Das ist noch Beta. Zum Release-Zeitpunkt wird das dann wahrscheinlich noch überarbeitet und ein bisschen schöner verpackt daherkommen. Also da wird auf jeden Fall etwas mitgeliefert. Wir werden das Ganze ein bisschen verkürzt halten. Ja, das Ziel soll wirklich sein, hier einfach den Flieger vorzubereiten, zu programmieren und dann vernünftig von A nach B für jedermann fliegen zu können. Gut, dann würde ich sagen, switchen wir doch direkt ins Cockpit rein. Schaffen uns hier mal einen kleinen Überblick. Ihr habt es vorhin auf den Checklisten gesehen. Der Workflow hier eigentlich in der MD11 ist hier von oben links runter. Dann die mittlere Sektion und die rechte Sektion hier von links nach rechts, so durch und dann eigentlich hier bis runter zum Transponder. Das so ein bisschen die Workflows. Wir haben einen EFB drin, das sehen wir hier. Da gehen wir nachher auch als erstes rein. Ich empfehle euch, den Flug über SimBrief zu planen. Dann könnt ihr euch nämlich hier alles direkt ins Tablet und schlussendlich in den Flieger importieren.
Dann machen wir hier kurzer Überblick übers Tablet. Wir haben hier die Dispatch-Page und können hier unseren Flugplan requesten. Das machen wir auch. Amsterdam-Leipzig steht heute auf dem Programm. Wir werden eine knappe Stunde unterwegs sein auf 350 und unser CI-Postindex ist heute 143. Wir können den Flugplan sowie die Payload direkt hier aus dem Tablet in den Flieger laden. Wenn man Bock hat, kann man das hier auch manuell über die Payload-Section machen. Wir haben eine Performance-Calculation für den Takeoff und für die Landing und haben hier noch eine Charts, eine Navigraph-Charts-Integration. Sowie die Services, wo wir nicht das ganze Ground-Gedöns steuern können, die Türen. Eine State-Page, wo wir verschiedene Flugzeugstatus oder Start-Dates laden können. Und dann noch eine Reihe Options. Wir gehen da nicht alles durch. Ich denke, die wichtigsten hier sind die Einheiten, dass man sich die so einstellen kann, wie man will. Und hier diese Hardware Overforce, dass ihr beim Berühren des Sticks oder des Jogs, dass der Autopilot nicht rausfliegt, habe ich mir das hier auf No gestellt. Und die Align Time, das ist sicher auch noch ein wichtiger Punkt, steht bei uns auf Realistik und natürlich das Inbrief Username ist ganz wichtig, dass ihr überhaupt hier die ganzen Daten euch reinziehen könnt. Gut, dann würde ich sagen, legen wir mal los mit den Pre-Flight-Items. Wichtig hier der Thrust Lever, der muss ganz hinten sein. Die Fuel Switches sollen off sein. Der Gear Lever soll unten sein. Die Flaps oben, die Slats oben nicht gearmt. Und dann gehen wir hier ins Overhead und machen die Batterie an, laden die wieder. Wenn wir eine Ground Power haben, connecten wir sie jetzt. Die ist bei uns hier verfügbar. Dann machen wir einen kurzen Engine Fire Test. Gut, Firetest ist passed. Dann gehen wir hier Fuel Used Reset Button drücken wir, machen hier den Initiator Light Test, schauen, ob alle Anzeigen funktionieren. Das tun sie und dann jetzt hier direkt weiter. Oben links. Wir machen zuerst den Cargo Fire Test. Schauen, dass hier alles leuchtet. Dann gehen unsere IRS-Empfänger hier auf On. Das triggert den Fire Test erneut. Schauen wir, dass hier alles dunkel ist. Temperatur vom Frachtraum lassen wir, wie es ist. Hier muss auch alles dunkel sein, außer diese Engine Ignition Lampe und dann gehen wir direkt jetzt ins FMC und initialisieren unser IRS. Dazu gehen wir auf die Init-Page, kontrollieren hier unsere NAV-Datenbank. Engine-Modell sieht gut aus. Gehen auf die Init-Page und hier auf Initialize IRS und dann wird euch das hier auf dem Display auch angezeigt. Are you in align? Genau. Wenn es fertig ist, sollten dann hier oben
diese Lampen ablöschen. Gut, dann geht's hier oben weiter. Das Hydraulikpanel. Können wir hier den Hydrauliktest starten und dazu gehen wir hier auf die Hydraulik System Page und dann sehen wir hier eine Abfolge vom Befüllen der Hydrauliksysteme. Hier unten sehen wir den Hydraulik Pressure Test ist in Progress. Es dauert auch ein paar Minuten, das kann man eigentlich durchlaufen lassen, wenn da alles okay ist, löscht dann hier oben diese Lampe wieder aus. Dann geht es weiter im ELEC-Panel. Wir armen uns hier die Emergency Power. Im R-Panel schauen wir, dass hier unten alles dunkel ist. Hier die Packs, die sind okay, die müssen leuchten. Dann geht es hier zum Tool-Panel. Machen wir den Quantity-Test. Kontrollieren, ob hier die Anzeigen in Ordnung sind und haben hier die Emergency Lights. No Smoking geht on, Navlight geht on und das Logo Light wollen wir auch. Dann EPU Fire Test haben wir schon gemacht. Der Ground Proximity Warning Test können wir hier oben noch machen. Der läuft auch einfach durch. Hier schauen wir ETIs, Windshield, dass alles off ist. Und dann geht's weiter mit dem Leerschildpanel. Wir setzen uns hier die aktuelle Kuhenhafen Flughafen. Die ist 1014. Stellen hier noch auf Hektopascal um. 1014. Das gleiche für den Flight Officer. 1014. Dann das Standby Instrument. 1014, hier den künstlichen Horizont, den nullen wir. Können wir wieder ausblenden. Genau. Dann geht es weiter mit dem Autobrake Switch, der geht auf Takeoff, Anti-Skid muss on sein, sprich hier nicht leuchten. Dann die Throttles, genau. Hier die Aural Warnings testen, einmal nach vorne schieben. Das ist auch gecheckt. Dann die Start-Buttons sind drin, sprich nicht aktiv. Unser Transponder, den setzen wir auf 1000 und stellen den auf TA. Und dann ist eigentlich die Pre-Flight Checklist completed. Gut, dann kümmern wir uns um unsere Flugplanung. Wir stehen hier auf dem Cargo Apron von Martin Air. Direkt eigentlich hier bei der 2-4. Das wird auch unsere Departure Runway sein. Und zwar mit der Arne Tri Sierra. Wir schauen das mal hier an. Wir
starten auf Runway Heading und bei Alpha Mike 005 gehen wir in einen Left Turn nach Alpha Mike 008. Wir haben hier eine Speed Restriction von 220 Knots und dann geht es ja nicht mit einem Linksturn dann Richtung Iflut, Nikko und Arnhem. Diese Info hier ist für VFR Flights, also für uns No Factor und Initial Climb Clearance ist 60. Gut, dann wissen wir mal, wo es hingeht und schicken jetzt mal den Flugplan ans FMS und die Payload direkt auch. Und dann machen wir hier im FMS weiter. Unser Alternate ist Berlin, DDDB. Den tragen wir uns ein. Wir sind heute die Martin Air 11. Das tragen wir uns auch so ein. Und unser Cruise Level ist 350. Wir haben keine Step Climbs heute. Unser Wind und Temp auf Cruise Altitude ist minus 50 und Wind aus 0,41. Also minus 50 aus 0,41. Und der CI heute ist 143. Genau, das tragen wir uns direkt so ein. Dann gehen wir auf die nächste Seite. Hier sind unsere Gewichte, die wir initialisieren. Das können wir auf dem Tablet nachgucken. 199,4 ist das Zero Fuel. 199,4 ist das Zero Fuel Weight. Und unser Block ist 20,0. Die Center of Gravities kann man sich hier einfach reinklicken. Das Zero Fuel Weight Center of Gravity und das Takeoff Weight Center of Gravity. Taxi Fuel 0,2, das lassen wir so stehen. Und dann gehen wir auf die nächste Seite. Das hier können wir eigentlich auch defaultmäßig alles so lassen, wie es drin ist. Dann kriegen wir jetzt hier auch eine Opt- und Max-Flight-Level-Angabe. Optimal 330 Max, 380. Wir sind auf 350, also das passt. Gut, dann geht es hier zu unserem Abflug. Dazu gehen wir hier auf die Flight Plan Page und wählen hier den Startflughafen. Wir wollen eine SID. Wir haben gesagt, wir starten auf der 24, die Arne Tri Sierra. Inserten das und können uns das hier im NAV-Display mal anzeigen lassen. Gehen dazu hier in diesen Plan Mode. Dann können wir eigentlich hier, wie man das von einem Airbus eigentlich kennt, die Wegpunkte switchen. Also wir starten, dann haben wir die Alpha Mike 005. Dort haben wir gesagt, haben wir 220. Das sehen wir jetzt hier, das stimmt nicht. Das überschreiben wir. Das mit den Speeds immer ein bisschen kontrollieren. 2-0. Alpha Mike 008 haben wir auch 2-0. Und dann hier soll er beschleunigen, sobald wir über Flight Level 100 sind. Dann geht es hier weiter. Iflut, Arnhem, und so weiter und so fort nach Leipzig. Das sieht ja valide aus.
Das passt. Wir gehen wieder zurück in den Map-Mode. Gehen eigentlich direkt hier in die Takeoff und Approach Section. Und wir rechnen unseren Takeoff jetzt hier im Tablet auf. Es gehen dazu auf Performance, wählen uns hier die korrekte Runway 24. Können das Wetter hier eigentlich direkt requesten. Das gleiche gilt hier für das Takeoff-Weight, das können wir auslesen aus dem Flieger. Wir machen einen Flex-Takeoff, NTIs ist off, Flaps will ich Optimum und die Packs sind on. Dann gehen wir hier auf Calculate, kriegen hier eine Flex von 59 bei Flaps 25 mit diesen V-Speeds. Geben das hier ein. Flex Temperature 59er. Packs sind on. Flaps 25. Slope war 0 und Wind hatten wir 5 Knoten. 5 Knoten. Und die Temperatur ist 23 Grad aktuell in Amsterdam. Dann rechnet uns hier die V-Speeds aus, die bestätigen wir hier mit dem Klick auf den Line Selector Key, kontrollieren das hier im Primary Flight Display, dass die hier mit Magenta gearmt sind. Und dann haben wir hier eigentlich unser FMS bereits programmiert. Genau. Ah, das haben wir noch vergessen. Setzen uns hier noch die Initial Altitude. Die ist 60. Das Runway Heading ist 37. So 37. Gehen wir hier auf Managed. Wir blenden uns den Traffic, die Daten hier noch ein im Nav-Display. Und dann sind wir jetzt auch mit FMS Takeoff-Programmierung. Gut, dann machen wir eigentlich bereits schon die Before Start Engine, da geht die APU on. Die APU können wir entweder hier oben am Air Panel starten oder hier am EDEC Panel. Wenn wir sie am Air Panel starten, müssen wir sie auch wieder am Air Panel ausschalten. Wir können sie aber hier am EDEC Panel starten, aber nicht ausschalten. Ausschalten immer am Air Panel. Gut, dann starten wir die APU. Gehen hier kurz in die Engine Page. Und dann sehen wir hier die APU, wie sie hochfährt. Warten da kurz. Wir sehen das dann hier oben, sobald hier dauerhaft on und available angezeigt wird. Das müsste ja nicht jetzt der Fall sein. Genau, dann können wir die External eigentlich disconnecten. Und dann machen wir hier weiter mit der Before Start Checklist. FMS MCDU ist initialisiert und programmiert. IRS ist aligned. Das Hydraulic Panel haben wir gecheckt.
Die Fuel Quantity haben wir auch gecheckt. Der No Smoking Sign Switch ist bereits auf On. Die Fire Warnings haben wir getestet. Das Cabin Pressure Panel ist auch alles okay. Windshield und Anti-Ice alles off as required. Standby Flight Instruments haben wir auch gecheckt und entsprechend eingestellt. Dann der Autobrake Selector ist auf Takeoff, die Throttles sind geclosed und die Reversers auch, Fuel Switches sind off, Radios sind gesetzt, Weather Radar ist off, Transponder ist auf TA. Das haben wir kontrolliert. Gut, dann sind wir eigentlich ready für den Push. Würde ich doch einfach mal sagen. Gehen mal hier in die Ground Services rein, können die GPU disconnecten, setzen unsere Parking Brake. Genau, sehen hier auch, wie der Brake Pressure sich verändert. Aber das sieht gut aus, da haben wir genügend Druck drauf. Dann können wir die Shocks wegmachen. Türen sind alle zu. Dann requesten wir hier mal den Pushback. Dann, wenn wir geklärt sind für den Push, geht hier oben die APU Bleed, geht auf On. Unser Beacon geht auf On und die Engine Ignition kann man A oder B auswählen. Es ist quasi so ein redundantes System. Ich glaube, man wechselt da auch je nach Flug. Einfach um die Funktion beider Systeme immer sicherzustellen und entsprechend auch zu prüfen. Departure checks completed. Bypass been inserted. Dann sind wir ready für den Push und für den Engine Start. Wir wollen Nase nach links. Release parking brakes, please. Sind released. Commencing push. All engines clear. Start at will. Gut, wir sind geklärt für den Engine Start. Startreihenfolge ist 3, 2, 1. Starten Number 3. Monitoren hier die N2. Wenn die bei 15% ist, geben wir den Fuel rein. Das ist jetzt hören wir, wie die Düse hochläuft.
Genau, sobald hier die Zündung wieder dunkel ist, kann man das nächste Triebwerk starten, Number 1. Monitoren wieder die N2. %15, Fuel geht rein. Number 1 läuft auch, wir starten noch Number 2. Fuel. Please set parking brakes. Parking brake set. So, Number 2 ist auch da. All three engines are running. Sehr gut. Dann machen wir die After Start Before Taxi Items. Engine NTIS ist off. It's required. Dann der EQ geht off. Dann die Flaps. 25, jetzt drehen wir uns hier die Dial A Flaps auf 25. Dreht man sich in Wolf. Genau, 25 und dann setzen wir uns die auch gleich. Die Slats gehen raus. Die Flaps gehen raus. Flaps 25. Passt, dann gehen wir auf die Config Page. Schauen, ob hier Druck, Temperatur ist in Ordnung. Wir machen einen Flight Control Check. Full left, full right, full up. Und müssen eigentlich immer diese grünen Dings, Fähnchen kommen. Pull down, rudder left, rudder right. So, Flight Controls sind gecheckt, dann haben wir den Trim. Stabilized Trim ist 5.0. Das drehen wir hier ein. 5.0 im grünen Bereich. Sehr gut, dann checken wir hier unsere Annunciators. Wir haben hier unsere Takeoff Flex 59 EPR 138. Wir gehen hier einmal auf Autoflight, um unser Autotrust Takeoff zu armen. Aktivieren hier dann Profile und den NAV Mode. Takeoff, Pitch, V-Speeds. Das sieht gut aus. Parking Brake ist on, Outbrakes in Takeoff, Seatbelts, No Smoking und die Brakes sind noch gezogen. Das passt. Gut, dann können wir eigentlich lostexten. Wir lösen die Parking Brake. Rollen wir schon los.
haben ein relativ einfaches Taxi über Sera hier nach Serait auf die 2-4 rauf. In unsere Runway Turnoff Taxi Light geht noch on. Rollen wir hier gemütlich zu unserer Startbahn. Ich bin jetzt hier wirklich im Idle drin. Der rollt hier beschleunigt noch 15 Knoten aktuell. So, wir rollen direkt auf die Bahn. Sind ja heute offline unterwegs, da müssen wir keine Rücksicht auf Traffic nehmen. So, wir sind auf der Bahn, dann machen wir die Before Takeoff Checklist. Autobrakes sind Takeoff, Flaps sind Set, Spoilers sind gearmt, Runway Heading, Initial Altitude, Speed ist managed, unser FMA ist alles korrekt, Takeoff ist gearmt. Unser Takeoff Flex sehen wir hier auch. Wir haben jetzt hier ein grünes Viereck oder nee, Rechteck. Das heißt, ist alles wie es sein muss. Lights gehen noch auf Takeoff. Und dann können wir hier eigentlich mal langsam den Thrust Lever reinschieben, gucken, ob die Engines stable sind, drücken hier weiter bis etwa 70%, dann übernimmt der Auto Thrust. Jetzt übernimmt der Auto Thrust. Take of Thrust ist set. Wir releasen. Airspeed ist alive. Sind gecheckt. V1 rotiert. Wir ziehen die Nase ganz langsam etwa auf 15 Grad. Warten bis der Flieger steigt. Positive Rate hier geht ab.
bisschen der Wind reingeblasen. So, wir haben 500 Fuß, wir aktivieren das Autoflight System, sprich den Autopiloten. Gehen hier direkt in den Left Turn Richtung Alpha Mike 008. Wunderbarer Takeoff. Zweitausendfünfhundert. So, jetzt sind wir in der Speed Restriction drin, 220 Knots, Flaps retracten wir, Speed ist gecheckt. So, after takeoff checklist, Spoilers is on. Hier ist up, no light, autobrake, selector geht off. Flaps, slats sind up. Retracted. Now Slats können wir auch einfahren. Speed ist gecheckt. So, wir sind auf unserer Initial Altitude. Würde ich sagen, wir steigen hier direkt weiter. Nehmen direkt unsere Cruise Altitude ein. B50 gehen auf Profile und dann steigt er uns hier eigentlich mit dem VNAV auf unsere Cruise Altitude. Wir haben bereits die Transition Altitude auch passiert. Gehen hier auf Standard 013. Dann sind wir hier in der Departure. After Takeoff Items completed. Ganz vergessen. EAD ist gecheckt. No Smoking ist okay. Wir passieren gleich 10.000. Gehen unsere Lights off. Und unsere Dial A-Flaps gehen zurück auf 15 an der Transition Altitude. Für die Landung brauchen wir dann eine Klappenstellung 15, nicht 25. Stellt man das hier wieder zurück auf 15. So, wir haben die 10.000 passiert. Er hat jetzt die Nase gesenkt und beschleunigt hier auf unsere Climb-Geschwindigkeit. Hier das zweite Display mal ein bisschen raus. Top of Climb 14,26 ja, etwa in 9 bis 10 Minuten sollten wir auf unserer Reiseflughöhe sein. Inbound E-Flut.
Dann ist hier der Climblimiter mit 1,4 EPR ist aktiv. Ja, und dann kann man den hier eigentlich einfach machen lassen, den Flieger. So, 250 haben wir passiert. EOC kommt näher, 2 Minuten. Wir können uns eigentlich bereits schon. Nein, das machen wir nachher. Wir müssen den jetzt hier erstmal auf unser Cruise Level steigen.
oder gleich 300. Doch, wir gucken uns trotzdem jetzt schon unsere Arrival an. 083 ist korrekt, Codecheck von Romeo auch. Da werden wir den ILS-Anflug über Sanu machen. Wir sehen das hier, wir fliegen ja nicht so ein Pattern. Kommen hier zurück und ab hier geht es dann mit Vektoren auf das ILS runter, ja, und fliegen dann hier eigentlich bei GAMCO auf 3000 in den Gleitpfad. Missed Approach ist Runway Heading Right Turn und dann geht es hier eigentlich zurück nach Danu auf 4000. Genau, das ist dieser Anflug. Was haben wir noch? Spezielles 250. Passt. If no clearance to or below 80 has been received before reaching code check. Enter holding at code check, descend to 80, continue via star. Okay. Das heißt, bei code check sollten wir 80 haben. Gut, dann holen wir uns diesen Anflug hier rein, gehen auf den Arrival Flughafen, auf die star, ILS 083, die code check 1 Romeo. Check 1 Romeo und Transition nehmen wir die Sanu, inserten das und uns das hier drin schnell an, wie das aussieht. Das sieht soweit okay aus. Das sieht komisch aus hier. Schauen wir mal schnell, dass wir hier bei Codecheck diese 80 einhalten können. At or below. Nein, wir machen at 80. Etwa 5 Minuten bis zu unserem TOD geht es dann schon runter. Genießen wir unseren kurzen Reiseflug hier.
So, wir nähern uns dem TOD. Ja, noch gut 4 Minuten, sagt er hier. Ne, 1 Minute. Das heißt, wir können uns hier eigentlich unsere Zielhöhe direkt eindrehen. Dann sollte er dann selbstständig in den Stinkflug gehen. Das sind diese 8-0. Genau, jetzt sehen wir hier Profile to 8-0. Nochmal, genau, diese 8-0 hier bei Kocheck, und dann fliegen wir hier dieses Pattern ab, und bei Delta Papa 420 gehen wir über Vektoren dann hier auf die 08 Right. Da sehen wir, der TOD kommt auf uns zu. Meilen noch. Nur da hinten haben wir Texturfehler. Wir sehen jetzt hier unseren VNAV-Pfad, unser Profile geht jetzt in den Descent. Das macht er manchmal ein bisschen ruppig, finde ich. Engine Thrust geht raus. Und dann sind wir bereits im Sinkflug. So, dann machen wir doch unsere Landing Performance. Wir haben Leipzig 083. Schauen mal, dass wir die Wetterinformationen bekommen. Unser Landing Weight müssen wir uns kurz ausrechnen. Gehen hier auf die Progress Page und der sagt uns hier, wir haben noch 13 Tonnen, wenn wir in Leipzig sind, das heißt, wir werden noch 1,7 Tonnen verbrennen bis nach Leipzig, das heißt, wir haben irgendwo 212,4 Tonnen. 212,4 Tonnen. Wir haben 3 Kilometer Landebahn, ich denke, da können wir mit Low landen. Reverser sind on, Flaps 35, kalkulieren das. Estimated Landing Distance sind 2400 Meter, Stop Distance verfügbar sind 3060. Also das kommt, glaube ich, gut hin. Schauen mal hier. Ja, es reicht eigentlich, wenn wir hier Sierra 6 Raketen, und dann können wir uns hier direkt auf das Parco-Vorfeld dann stellen. Gut, dann geben wir
hier wieder in den Takeoff und Approach und schauen hier 35, wir haben eine V-Up von 165, V-Ref 160. Gut, dann die Minimums können wir uns noch eindrehen. Gehen wir hier auf Radio. Ja, wir sind auf Baro so. Radio war 50. Also hier im Release-Kandidat hat man manchmal ein bisschen Probleme mit dem Speed, ist mir aufgefallen. Zero. Genau, wäre unsere Descent Speed. So, jetzt hier mit diesen 300 sinkt mir nicht ganz klar. Wahrscheinlich Performance, Descent, ja, 330. Max Descent, 289. Transition 5000, das stimmt für Leipzig. So, dann haben wir Descent Checklist, FMS MCDO ist set, for Descent and Arrival Landing Data haben wir gesettet, FMS Landing Page. Autobrakes müssen wir noch setzen. Wie gesagt, machen wir Minimum Low. Können wir dann eigentlich nachher nach Codecheck sinken wir auf 5000 hier bis nach Codecheck, dann drehen wir links Richtung Stanu, dann sinken wir auf 3000 für den Approach. So, Flight Level 200. Wir werden jetzt ganz genau bei Codecheck die 80 haben, den wir hier von diesem blauen Pfeil. Interessant, jetzt scheint er hier wieder zu beschleunigen auf diesen Speed, der eigentlich eingestellt ist. Also mit dem Speed hier stimmt irgendwas in diesem Release-Candidate nicht. Das ist mir beim gestrigen Stream schon aufgefallen. Mal gucken, ob nochmal eine Version dann kommt vor Release-Day.
So, 16.000. Macht da wieder irgendwas. Das ist ein Kriegsbot hier. Und 3000 to go. Plötzlich war was Wunder, ob wir hier schon in der Arrival Gate wählen können, aber das sieht nicht so aus. ESX-Gelumpe ist schon wieder abgeschmiert. So, wir haben 10.000, Lights gehen on. Lights gehen on. Wir werden langsamer, 2,50. Jetzt gehen raus. Die gecheckt. Linken weiter auf die 8-0. Also das hat er hier wirklich sehr genau berechnet. Das ganz genau.
So, ALSR ist schon mal der richtige Identifier. Die ALS tunet das selber, ansonsten kann man das hier drin manuell noch überschreiben. So, 8-0. Wir gehen weiter, Profile to 4000. Eigentlich jetzt völlig krank, hier diese ganze Dings abzufliegen. Aber wir wollen ja sehen, dass der Flieger die Arrival vernünftig macht, also lassen wir das jetzt mal. Die Zeit nehmen wir uns. Dieses Oszillieren wieder hier von den Thrust Levels. So, 23 Meilen fürs ALS. UNH in Leipzig ist 1013. Gut, da müssen wir nicht mal umstellen. Wir nehmen jetzt mal den Autotrust raus. Die oszillieren irgendwie auch ohne Input, sehe ich jetzt gerade. Hier die N1. Interessant.
wir sinken auf die 4000. Zero One Three QNH stimmt. So, gleich sind wir auf den 4000, dann gehen wir in den Right Turn, quasi Downwind zu unserer Landebahn. Und ich vermute, wir werden dann hier vorher ausbrechen und hier landen. Extrem langwieriger Anflug hier. Jetzt nochmal abchecken, ist alles drin. So, wir drehen Downwind für die Zero Eight. So, 4000 Downwind. Da unten ist der Flughafen.
Wir müssen noch etwas weiter downwind fliegen, sonst kommen wir nicht mehr unter den Glideslope. Sehen wir hier. Kommt langsam aber sicher hoch. Ja, noch kurz hier zu diesen Drehschaltern. Man kann sich hier was eindrehen, aber zum Aktivieren muss man eigentlich immer hier diesen Schalter ziehen. Wenn man da in den unteren Bereich geht, sieht man da diesen Pfeil nach unten. Dasselbe fürs Heading. Wenn ich jetzt ein Heading eindrehe, muss ich erst noch Pfeil nach unten, dass er das aktiviert. Ist vielleicht noch ein wichtiger Hinweis. Das habe ich gar nicht gesagt am Anfang. Irgendwie ein bisschen bumpy hier. Bei Delta Papa 421 drehen wir dann weg. Sind jetzt hier unter dem Glide. Machen wir eigentlich einen Direct nach Delta Papa. 411. Genau, also nee, 441, sorry. Genau, Delta Papa 441 direkt. Heading Mode. Korrigieren noch ein bisschen, aktivieren 140, nächste Höhe 3000. Also eben das hier ist garantiert, also er muss ja nicht mit über 1000 Fuß sinken.
So, wir aktivieren hier den Approach Land, sehen hier oben Land Armed im Localizer und im Glide Slope. Hier sehen wir den Log, hier den Glide, hier den Identifier und die Distance. Den Localizer. Jetzt hat er ihn. So, Labs 15. Ist gecheckt. Leicht overshootet. Da vorne ist die Runway. Für mich ein Seitenwind irgendwie. So, der Glide Slope ist auch live. Labs 28. Hier geht dann Labs 35. Landing gear. Landing gear. So, before landing. Checklist, Gear is down for green sled, flaps sind gesetzt für die Landung, Spoilers armen wir, Auto Brake sind gesetzt, Mist Approach Altitude 4000, dann haben wir die Before Landing Checklist completed. Ziemlich windig das Ganze hier. So, Auto Trust Disconnect. Dann geht der Autopilot auf. F-Control.
Glide slow. Glide slow. 200. Glide slow. Biegen runter bis auf 30 Fuß. 80 knots. Manual brakes. Kommen wir hier raus. So, after landing, landing lights gehen off, exit lights gehen on. Oops. Let's boilers. Gehen wir hier nach links. Dann nehmen wir hier die 477. Das war jetzt ein beschissenes Manöver. So, Parking Brake setzen wir. Und dann würde ich sagen, sind wir hier erfolgreich in Leipzig angekommen. Das war jetzt nicht gerade die beste Landung. Aber ich glaube, das war ganz passabel. Dann starten wir nochmal die APU. Exit geht off. Noch bis die APU läuft.
Jocks, die tun wir schon mal connecten. Auch ein Bug, oder? Da die Engines auf. Nein, jetzt kommt sie. APU ist connected. Beacon geht auf. Navflight geht auf. Passenger Signs, Emergency Lights gehen auf. IRS gehen auf. Emergency Power Selector geht auf. Und dann haben wir unsere Parking Checklist completed. Ein bisschen schief noch hier. Können wir mal hier G6 zu was bringen. Und unsere Türen auf. Dann würde ich sagen, beenden wir hier das Tutorial. Ich hoffe, es hilft dem einen oder anderen, mit dem Flieger zu starten. War jetzt nicht perfekt alles, aber ungefähr so könnt ihr die Kiste von A nach B bewegen. Bei der Landung wirklich schauen, dass ihr stabil seid, mit einer stabilen Sinkrate, stabiler Geschwindigkeit. Runter bis auf 30 Fuß, dann eigentlich in den Flare und den Thrust rausnehmen und dann schön langsam aufsetzen. Das wäre eigentlich der Plan gewesen. Ist ja gelungen, nicht gerade guter wie letztens, aber ganz okay. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit der MD-11. Wenn ihr noch Fragen habt, dürft ihr die auch gerne in die Kommentare schreiben oder bei uns in den Discord kommen. Und nicht vergessen, Abo und Like da lassen. Und dann hoffe ich, sehe ich euch beim nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao zusammen.